Ah, da seid ihr. Herzlich willkommen zu meinem Review zu dem Militärrucksack der Niederländer. Ich drehe mich einmal. Ich weiß, das ist für mich, ne? Ihr seht bei mir normalerweise ultra leicht Sachen als Gear. Heute mal das komplette Gegenteil. Warum das eigentlich? Weil ich es einfach hin und wieder auch mal schön finde, lustig finde, mit so etwas draußen in der Natur zu übernachten. Ja, dann suche ich mir keine 30 Kilometer Wanderung vorher aus, ne, sondern mache irgendwas Kurzes, weil das Zeug ist sau schwer, aber eben auch sau robust. Den Kampfrucksack der Niederländer gibt es in verschiedenen Größen. Das hier ist die Version 60 Liter plus jeweils 10 Liter in den Seitentaschen, macht also zusammen 80 Liter. Und das Highlight dieses Kampfrucksacks, ja, also viele Militärrucksäcke sind ja vom Tragekomfort her wirklich das allerletzte. Na, der hier hat gepolsterte Schultergurte, okay, das haben viele. Der hier hat einen Hüftgurt, der den Namen auch jedenfalls ansatzweise verdient. Und er hat hier einen Aluminiumrahmen innen drin, den ihr sogar auf euren Rücken anpassen könnt und der die Last dann auch tatsächlich auf die Hüfte ableitet. Das Eigengewicht des Rucksacks ist relativ hoch, aber für diese Art, ne, das ist aus dickem Cordura, ihr seht hier hinten auch noch, ne, das Mole-System, all das wiegt etwas. Er kommt auf 2,6 Kilo Eigengewicht. Die beiden Seitentaschen sind abnehmbar. Ich mache das mal eben. Und so erhaltet ihr ein handliches 60-Liter-Paket. Mit den abgesippten Seitentaschen hat es eine Besonderheit. Und zwar, da sind ja auch Reißverschlüsse dran. So, und man kann jetzt zwei dieser Seitentaschen nehmen, sippt diese zusammen und hat so einen, nicht dran stören, na, der eine Schultergurt ist gerade hier falsch eingeschlauft, aber das kann man ändern. Man hat dann so einen kleinen 2x10 Liter Tagesrucksack. Na, der militärische Hintergrund ist, dass man die Übernachtungsausrüstung und das Lager in sicherer Entfernung zur Front aufbaut, so 4-5 Kilometer. Na. Dann lässt man den großen Rucksack da und begibt sich mit einem kleinen Rucksack, wo dann die akut benötigten Kampfmaterialien drin sind, an die Front. Und bei diesem System hier musste man dafür eben keinen zweiten kleinen Rucksack mitführen. Jetzt sind wir ja Gott sei Dank nicht im Krieg. Wofür ist denn das jetzt für zivile Zwecke nutzbar? Der erste zivile Einsatz davon ist, ne, wenn man jetzt irgendwo ein Bushcraft-Camp oder so aufschlägt, ne, und ne, einer wird jetzt, keine Ahnung, und wenn es nur sonntags morgens zum Brötchen holen, zum Bäcker geschickt, ne, hat man gleichzeitig hier seinen kleinen Rucksack, ne, und muss nicht mit dem Riesending bis runter ins Dorf marschieren. Dann zeige ich euch noch, was alles in den Rucksack und die Seitentaschen so reinpasst. Szenario ist folgendes. Wir machen jetzt keine ultraleicht Fernwanderung, sondern wir machen Bushcraft, ja, und dementsprechend ist die Ausrüstung, die ich jetzt hier gleich zeige, auch auf genau dieses Szenario abgestimmt. Ne? Nämlich einfach, ne, vielleicht mit Freunden ein bisschen Fun im Wald haben. Ne? Dabei kann man übrigens trotzdem leise sein und die Tiere nicht zu sehr stören. So, schauen wir uns mal an, was tatsächlich alles drin ist. Das gibt mir auch die Gelegenheit, ne, mal euch zu zeigen, dass ich nicht nur ultraleicht Gear habe. Einmal hier eingepackt der Spirituskocher der Schweizer Armee. Dann eine Kette, die ist interessant, weil da kann man auf einer Bushbox zum Beispiel, die natürlich auch nicht fehlen darf, wo habe ich sie? Hier ist die Bushbox, kann man dort nämlich Brot drin backen. Haben wir in Schweden gemacht. Ne? Dann die Jägerpfanne. Jetzt kommen wir Richtung Übernachtungsausrüstung. Hier ist die Zeltbahn der Bundeswehr. Elefantenhaut. Dann haben wir die BW Isomatte.
Das hier ist der Biwaksack in Flecktarnausführung. Und darf auch nicht fehlen, der Defense 4. Genauer gesagt ist das hier sogar ein Allgemein 2. Der unterscheidet sich ja von der zivilen Version von Carinthia durch die Infrarotausstattung. So, was haben wir noch? Na, wir sagten Bushcraft, Klappsäge, Messer zum Betonen, Handschuhe, EDC, ne, was da jetzt alles drin ist, zeige ich nicht. Ne. Dann auch ne, eine taktische von B3 Filterflasche. So, gucken wir uns noch an, was in die Seitentaschen reinpasst. Ne. Also hier sind ja zum Beispiel schon 3 Ausrüstungsgegenstände ne, mit dem Schlafsack. Die passen einfach formbedingt schon gar nicht in die Seitentaschen rein. Gucken wir uns auch die an. Hier habe ich jetzt, ne, das ist quasi mein Dummy, da soll Wechselkleidung oder so drin sein, da ist jetzt nur eine Jacke drin. So, an sinnvollen Sachen haben wir aber noch, ne? Ich weiß, ob das sinnvoll ist oder nicht, ne? Das Zeltgestänge der Zeltbahn und wir haben hier noch den Poncho-Tarp oder das Poncho-Tarp. So, das passt alles rein. So, das waren jetzt 80 Liter an Ausrüstung und ich denke, ihr stimmt mir zu, dass man damit schon ganz nett ein paar Tage im Wald verbringen kann. Und wer genau aufgepasst hat, merkt vielleicht auch, da fehlt noch was. Was Wichtiges. Und zwar das Essen. Ja? Okay, man kann den Schlafsack, ne, hier, ich habe den nicht komprimiert, ne, man kann den deutlich kleiner machen. Ich bin aber kein Fan davon, Schlafsäcke so stark zu komprimieren. So ein bisschen knautschen ist okay. Ne? Die Produkte werden es euch mit einer längeren Lebensdauer danken. Was ebenfalls nicht hier mit drin ist, ne, ist zum Beispiel ein zusätzliches Equipment für eine Hängematte, ja, falls man flexibel sein will. Was hier auch nicht mit bei ist, ist eine YouTube-Ausrüstung. Ne? Klar, man hat hier ne, das Mulle-System, ne, damit kann man noch das ein oder andere Stativ und so zum Beispiel dran bauen. Ihr müsst euch aber darüber im Klaren sein, dass wenn ihr diese 60 plus 20 Lösung gleich 80 Liter nehmt, ihr könnt nicht alles mitnehmen. Ja, also man muss dann tatsächlich schon bewusst einpacken. In dieser Ausrüstung hier würde ich zum Beispiel den Tropen als Backup, ne, zum Beispiel für richtig kalte Temperaturen, nicht mehr mit reinbekommen. All das hier ist von meinem eigenen Geld gekauft. Ja. Ich habe von den genannten Produkten, von den Herstellern keinerlei Vergünstigungen oder sonst irgendwelche Vorteile. Nochmal eine kleine Zusammenfassung am Ende. Ja, also das Tarnmuster DPM, ich mag das tatsächlich sehr gerne von den Niederländern. Das ist in so einem typischen deutschen Mischwald sogar unauffälliger als das Flecktarn. Das ist nämlich viel zu dunkel. Na, damit seid ihr in Tannenwäldern tatsächlich gut geschützt. Aber wenn das solche Birkenwälder, Buchenwälder sind, da fällt man doch als dunkler Klotz ziemlich mit dem Flecktarn auf. Dieser Rucksack hier, es ist halt die Möglichkeit, gebrauchte Militärsachen, ihr seht auch, der ist verblichen, ne? Und so, man kriegt sie hin und wieder bei eBay, jetzt leider nicht für einen schmalen Taler, ja, dafür hat sich die Qualität des Tragesystems hier zu weit rumgesprochen, ne? So einen deutschen Kampfrucksack kriegt ihr ja irgendwie gebraucht für 40, diese Rucksäcke hier, die kommt auf den Zustand an, ne? Rangieren so zwischen 50 und 80 Euro. Und ich rate euch ganz, ganz dringend, passt dabei auf, ja, ob ihr diese Seitentaschen dabei bekommt. Ich würde euch dringend davon abraten, diesen Rucksack hier ohne Seitentaschen zu kaufen, weil ihr werdet diese Seitentaschen, ja, die sind nämlich selten, nicht der Rucksack, ihr werdet diese Seitentaschen, ich kenne keine einzige Bezugsquelle, wo man sie einzeln bekommt.
Hat mich gefreut, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Bis zum nächsten Mal, euer Felix.